Bei mir im Studio ist jetzt Stefan Schroh vom Skikeller in Eicherscheid. Hallo Stefan. Hallo Dirk. Schön, dass du da bist und uns ein bisschen erzählst über den Skikeller in Eicherscheid. Der hat ja eine tolle Geschichte, über 20 Jahre schon in Betrieb. Und wie ist das eigentlich entstanden? Ja, also der Startpunkt war Ende der 80er. Da hatte ein Onkel von mir die Idee, also mein Patenonkel, mich und meine drei jüngeren Cousins zum Skiurlaub einzuladen. Das hat uns zu Weihnachten geschenkt. Ich hatte 2 Jahre vorher mit meinen Eltern erstmals Skiurlaub gemacht. Er war auch irgendwie ans Skifahren gekommen und dann sind wir dann losgefahren noch mit 2 Familien aus Eicherscheid zusammen und sind dann nach Seefeld gefahren. Und ja, also das war eigentlich so der erste Startpunkt, wo überhaupt erstmal alle so zum Skifahren gekommen sind. Und ihr hattet kein Equipment, ne? Also genau. Das war ja früher so, musste man sich vor Ort irgendwie mieten oder kaufen. Genau, das wäre vielleicht der normalere Weg gewesen, aber er hatte die Idee, uns dann direkt ein paar Ski zu kaufen. Oh. Die waren quasi so mit im Geschenk dabei. Super. Ja, und das war im Endeffekt, glaube ich, auch das Wichtigste, weil wir sind dann jedes Jahr gefahren und im Grunde bis heute, also aus dieser Tour ist auch diese Livigno-Tour entstanden, die kennen vielleicht der ein oder andere. Da sind wir, ich bin auch immer noch dabei, wir sind jetzt mit 200 Leuten auch unterwegs gewesen, das ist immer noch das, was aus diesem Ursprung dann entstanden ist. Und wir sind halt, meine Cousins waren jünger und sind dann irgendwie auch rausgewachsen aus dem Ski und dann hat er halt wieder neue Ski gekauft. Und so sammelte sich so langsam so ein kleines Equipment bei uns an und da kam dann irgendwie die Idee, ja, was machen wir damit mit den Ski, die zu klein sind? Die könnte man ja auch irgendwie Freunden mitgeben und verleihen. Und das war so mal der eine Startpunkt. Und die standen dann nicht nur im Keller rum, sondern wurden dann wahrscheinlich auch präpariert, so. Ja, das war der zweite Schritt, so Mitte der 90er. Da war der Günther Scheidt, der Ortsvorsteher aus Eicherscheid, der war auch dabei und der präparierte schon immer seine Ski selbst. Dann haben wir dem so ein bisschen über die Schulter geguckt, mit noch so Handschleifgeräten. Und dann war 97, kam unser Onkel dann auf die Idee, dann kaufe ich einfach mal so eine kleine Tischschleifmaschine. Und das waren so die Anfänge. Ich denke allerdings nur teilweise positiv daran zurück, weil die stand dann in der alten Garage von meinen Großeltern. Undichtes Tor, keine Heizung. Und dann war dann so ein Band, was durch so ein Wasserbad fuhr mit unwahrscheinlicher Geschwindigkeit. Ja. Wir hatten auch keine Schürzen. Also du warst dann irgendwie nach 10 Minuten, waren alle klatschnass. Ja. Aber so haben wir es dann gemacht. Und dann haben wir die Ski gebügelt. Da konnte man sich dann wieder ein bisschen aufwärmen. Mhm. Also das war so. Ging es dann weiter. Und das war ja dann nicht nur in Eicherscheid so, also die Eicherscheider allein waren ja nicht eure Kunden oder diejenigen, die zu euch kamen, sondern ihr hattet ja ordentliche Mundpropaganda wahrscheinlich. Ja, das ging halt relativ schnell. Also da waren es eigentlich noch nicht Kunden in dem Sinne, weil wir haben dann das Material einfach so anderen mitgegeben und dann merkten wir aber, dass sich das wie so ein Lauffeuer wirklich rumsprach und dann kam immer mehr und dann waren wir 2001, glaube ich, ist gewesen, oder 2002 dann an dem Punkt, dann hatte auch unser Onkel wieder gehört, dass einer seine Skiwerkstatt in Düren aufgeben wollte. Okay. Er hatte so ein Sportgeschäft und das war eigentlich dann so der Startpunkt. Dann haben wir uns zusammengesetzt und dann sagt er auch, wenn ihr wollt und bereit seid, Zeit zu investieren, kaufe ich die Maschine mit dem Equipment. Und dann haben wir den bei unseren Großeltern, die hatten früher Landwirtschaft, dann haben wir da die Scheune ausgebaut und diese Maschine da reingestellt und dann auch Material gekauft und das war eigentlich so dann wirklich der Anfang. Und dann habt ihr also eine Firma damit aufgemacht und da musste man ja dann auch schon gucken, wie bleibt man so am Markt, ne? Also das ist ja eine andere Sache, wie können wir die ganze Sache finanzieren? Wie habt ihr das denn gemacht? Ich meine, wir sind ja nicht in den Alpen, wo man mal quasi ins Nachbartal fährt und mal guckt, wie da so die Skier verliehen werden. Ihr seid ja, du bist ja sehr oft in den Alpen, ne? Mittlerweile schon. Mittlerweile schon. Wie habt ihr es denn damals gemacht? Ja, also wir hatten natürlich 2 Startvorteile. Das eine war, dass unser Onkel erstmal die ersten Jahre finanziert hat. Das heißt, wir mussten nicht zur Bank gehen und nach einem Kredit fragen. Also ich war ja selbst viele Jahre im Geschäftskundenbereich bei der Bank. Ich glaube, wenn da jemand aus der Eifel mit mir mit der Idee aufgeschlagen wäre, ich glaube, da hätte ich mal kurz gelacht und wieder nach Hause geschickt. Also das brauchten wir nicht. Mhm. Und wir haben es halt alle auch nebenbei gemacht. Mhm. Und das war halt schon auch nicht so ganz unstressig. Ja. Also gerade in den ersten Jahren erinnere ich mich, weil das wurde so schnell, so viel mehr. Kann mich noch gut erinnern, dass ich teilweise bis 3, 4 Uhr nachts an der Schleifmaschine gestanden habe und um 6 wieder dann aufgestanden bin, um zur Sparkasse zu fahren. Und dann haben wir aber Mitte, ich sag mal 2005, 2006 relativ schnell das hinbekommen, dass wir im Grunde alles, was wir ab da investierten, auch wirklich selbst erwirtschaftet haben. Und wir haben dann, als die Scheune zu klein wurde, noch den Stall ausgebaut, bei unseren Großeltern noch mit Hacke und Schaufel da alles rausgeholt. Und 2 Jahre später war der auch wieder zu klein.
Und dann sind wir, 2006 konnten wir eine Schreinerei in Eischerscheid übernehmen. Mhm. Und die haben wir dann umgebaut und da sind wir bis heute. Ja, also von dem Skikeller in die Schreinerei, also jetzt ebenerdig sozusagen. Ja, der Skikeller war tatsächlich auch ebenerdig, aha, aber das war so der Begriff. Also jeder, der ja jetzt so Skiurlaub macht, kennt das, die Ski sind im Skikeller. Ja, genau. Und das war für uns, wir haben das immer ja schon so genannt und deshalb mhm war eigentlich klar, als wir das Unternehmen dann ja 2002 gegründet haben, das konnte dann nur Skikeller ja heißen. Aber ein Keller ist es tatsächlich nie gewesen. Ihr seid ja inzwischen führend, nicht nur in der Region, auch überregional, muss man sagen, weil ihr ja auch immer up-to-date seid. Ihr habt ja immer die neuesten Produkte da, also nicht nur Skier, sondern Ausrüstung und mhm natürlich vor allen Dingen tolle Maschinen. Also ihr könnt ja auch wirklich den aktuellen Service leisten. Ne? Wie seid ihr denn da ausgestattet momentan? Ja, tatsächlich sehr, sehr gut, vor allem seit 2017. Also wir sind mit dem Umzug in diese Schreinerei. Da ist ein Teil durch einen Großbrand 2009 noch vernichtet worden, den haben wir neu mhm aufgebaut und haben da wirklich eine große Werkstatt und haben seit 2017 auch einen neuen Schleifautomaten mhm von Wintersteiger, die da auch so der Marktführer sind. Und damit ja sind wir wirklich auf einem, also mhm dem Top-Level. Und mhm ja, das ist halt der Service und der Verleih. Das war halt das, was wir viele Jahre nur gemacht haben. Mhm. Und dann sind wir so 2009, haben wir angefangen, auch Sachen zu verkaufen. Also mhm fing mit Helmen und Schuhen an. Und das ist halt mittlerweile, sind wir wirklich so ein Komplettausstatter im, mhm im Ski- und Snowboard-Bereich. Ja. Du hast mir im Vorgespräch mal erzählt, dass ihr maßgefertigte Schuhe anbietet. Ne? Und die werden halt in einer besonderen Art und Weise hergestellt. Erzähl mal darüber. Ja, genau. Also wie du sagtest gerade schon, up to date, das ist tatsächlich so der Punkt. Also ich glaube, wir wären jetzt nicht da, wo wir sind, wenn wir nicht jedes Jahr auch schauen, was gibt es Neues auf dem Markt, auch Abläufe immer wieder hinterfragen. Und so bin ich durch einen Tipp von einem Kunden 2017 darauf gestoßen. Mhm. Es gab einen da noch ganz neuen Hersteller, der Maßschuhe nach einem neuen Verfahren macht. Mhm. Es beginnt immer mit einer angepassten Einlegesohle, mhm, was wir auch schon vorher machen, die auch im normalen Schuh Sinn macht. Mhm. Dann gibt es einen geschäumten Innenschuh, das heißt, der Innenschuh ist leer und wird mit so zweikomponentigem Schaum mhm gefüllt. Das gab es auch schon. Und das Neue jetzt bei dem Schuh, Aqua Novo Boot heißt der, ist, dass die Außenschale beim Schäumprozess auch angepasst wird. Mhm. Die wird auf 120 Grad erhitzt mhm und dann kommt man in eine Box. Und dann wird, während wir schäumen, wenn der Schaum dann drin ist, wird mit Luftdruck durch Folie die Außenschale gegengedrückt. Mhm. Und dadurch kriegt der Schuh im Grunde diese einmalige Passform. Mhm. Dann kommt Wasser in die Box, die mhm dann diesen Schuh runterkühlt. Und mhm dann hast du dann am Ende des Prozesses einen optimal passenden ja Schuh. Also Stefan spricht gerade über Eischerscheid in der Eifel. Wir sind hier nicht in Zermatt oder irgendwo anders in einer großen Skiregion. Wo kommen denn eure Kunden hin? Die müssen ja eigentlich inzwischen wissen, auf dem Weg in die Alpen müssen wir mal kurz in Eischerscheid vorbei. Ja, also in der Regel läuft es bei uns tatsächlich so, man kommt zum Reservieren separat vorbei, weil mhm wir natürlich, das ist halt das, worauf wir achten müssen, wir müssen uns Zeit nehmen bei der Auswahl. Mhm. Weil für uns ist natürlich das Schlimmste, wenn jemand vor Ort dann Probleme hat, einen drückenden Schuh, ein Ski, der irgendwie nicht läuft oder mhm passt, das ist natürlich das, was wir unter allen Umständen vermeiden wollen. Mhm. Deshalb ist es bei uns halt nicht so, dass du mal so vorbeikommst und schnell mhm was kriegst, sondern ein, zwei Stunden kann man schon dann für so eine mhm Anpassung, Auswahl rechnen. Mittlerweile, auch seit Corona, haben wir das auch auf einen Termin, Online-Terminplaner mhm umgestellt, was für alle Seiten, auch für die Kunden ja natürlich super ist, weil früher hatten wir teilweise Warteschlangen durchs ganze Geschäft, stand es dann 2 Stunden drin, ja, also das ist alles nicht mehr. Und das Einzugsgebiet, ja, würde ich mal sagen, geht für den Verleih so circa 1 Stunde mhm Anfahrt, also so bis Köln, Bonn, so mhm dann eher aber die Regionen, die ein bisschen mehr zur Eifel liegen. Mhm. Bei Maßskischuh kommen natürlich die Leute auch teilweise aus weiteren Regionen, mhm, Ruhrgebiet, Luxemburg, weil da gibt es, ich glaube, 16 aktuell auch mhm nur, die den Schuh haben. Ja. Ihr hattet ja auch dank Corona Probleme, weil die Gebiete natürlich nicht befahren werden konnten. Aber schon in diesem Jahr, so Anfang dieses Jahr, in der vergangenen Skisaison, hattet ihr ja schon gemerkt, dass es da wieder, wie soll man sagen, die Leute kommen wieder zum Skifahren. Ne? Ja, Corona war natürlich schon für uns echt auch schon direkt, als es kam, so ein Schock. Ich erinnere mich noch gut, mhm, als das dann Anfang März 2020 war. Ich wollte selbst noch ein paar Tage später mhm nach Ischgl eigentlich sogar fahren, wo ja der Ausbruch ja anscheinend in Europa zumindest auch passiert mhm ist. Und da war wirklich von einem Tag auf den anderen war die Saison vorbei. Mhm. Und wir hatten schon für die Osterferien, glaube ich, schon 1000 Paar Vorreservierungen. Mhm. Also haben wir wochenlang nur abgewickelt. Ja. Das war halt schon nicht so schön. Mhm. Das Jahr danach ist mehr oder weniger ausgefallen. Also mhm wir hatten schon welche, die in die Schweiz gefahren sind, weil da mhm ging es. Aber
Also es war für uns nicht mal 10% des üblichen Geschäfts. Mhm. Habe ich mir anfangs natürlich auch ein paar Gedanken und Sorgen gemacht, habe überlegt, müssen wir vielleicht auch irgendwie einen Kredit aufnehmen, um das Jahr zu überbrücken. Mhm. Aber die Hilfen sind letztlich ja schon auch immer weiter nachgebessert worden. Wir sind doch ziemlich wirtschaftlich, finanziell entspannt durch das Jahr durchgekommen. Und das letzte Jahr war tatsächlich, obwohl ja bis Ende Dezember es auch eine Reisewarnung für Österreich gab, war eine Top, also für uns tatsächlich die beste Saison bisher. Und Corona hat halt wirklich eigentlich bei uns so einen stetigen Wachstumsprozess, den wir hatten, dann erstmal gestoppt. Und waren wir natürlich froh, dass es letztes Jahr wieder ging. Die neue Saison hat ja quasi bei euch jetzt im Oktober begonnen, also mit dem Öffnen der Türen im Skikeller. Ja. Wie sieht es denn in diesem Jahr aus? Wie ist die Prognose? Also wenn du mir die Frage vor 6 Wochen gestellt hättest, wäre ich sehr skeptisch gewesen, auf jeden Fall, weil wir natürlich jetzt zu Corona und Klima, was natürlich eh für uns ein Dauerthema ist, jetzt halt auch noch dieses Inflationsthema haben. Mhm. Aber wir haben jetzt seit gut 2 Wochen geöffnet und die 2 Wochen waren ganz normal, richtig gut. Auch diese Woche, nächste Woche ist der Terminkalender gut gefüllt. Also ich habe schon den Eindruck, dass viele auf jeden Fall, das hat sich ja, glaube ich, auch im Sommer gezeigt, dass sie vielleicht nicht unbedingt auf Urlaub verzichten wollen, sondern sagen so, jetzt, den nehmen wir auf jeden Fall jetzt mal noch mit und wollen halt auch raus. Also von daher, der Start ist jetzt verheißungsvoll, deshalb bin ich im Moment auf jeden Fall viel optimistischer, als ich jetzt vor ein paar Wochen gewesen bin. Ja. Die Saison geht wie lang? Bis Ende April. Bis Ende April. Also Osterferien ist bei uns normal noch relativ stark und dann haben wir noch so 1-2 Wochen danach und dann schließen wir dann. Klimawandel ist natürlich ein Thema, gerade in den Alpen. Wie sieht denn eure Prognose da für die Zukunft aus? Habt ihr da, ich sag mal, einen Plan B? Weil wir wissen, die Gletscher, also das Ganzjahres-Skifahren geht demnächst mit Sicherheit nicht mehr. Und ja, der Winter verändert sich ja auch, gerade auch in den Alpen. Wie denkt ihr darüber? Also zum einen muss man sagen, dass es schon eine Veränderung auf jeden Fall auch schon gab in den letzten Jahren. Wenn ich so mal 10 Jahre zurückdenke, hatten wir auch noch ein relativ gutes Vorweihnachtsgeschäft. Also da fuhren viele dann so ab Ende November. Das haben wir im Grunde schon auch vor Corona die 1-2 Jahre nicht mehr, weil kaum Gebiete schon so früh öffnen. Die Saison ist also bei uns im Grunde beginnt die so Mitte Dezember und dann geht sie bis Ostern. Ich habe selbst erlebt, ich erzählte ja von diesem Jahr, wo wir gestartet sind in Leutasch und Seefeld. Und da hatten wir damals keinen Schnee, Ende der 80er. Es ist tatsächlich, wenn ich die Pistenbedingungen nehme, eher besser geworden. Aber es ist natürlich auch klar, die Saisons werden kürzer. Skigebiete, die nicht hoch liegen, werden wahrscheinlich als Erstprobleme kommen. Und ich bin natürlich auch weit davon weg zu sagen, dass das Geschäftsmodell, so wie wir es jetzt haben, so noch 30 Jahre funktionieren wird. Also was bei uns halt ein bisschen schwierig ist, wir müssen frühzeitig ordern für die nächste Saison. Wir haben also im Januar schon ordern müssen für dieses Jahr. Da war an Ukraine-Krieg noch gar nicht zu denken und alle Folgen. Insofern, ich kann jetzt wirklich noch nicht sagen, wie wir im Januar dann mit der Order umgehen. Generell denke ich schon, hoffe ich natürlich, dass immer wieder auch noch Schnee fällt und möglichst auch halt vom Himmel, weil natürlich auch klar ist, dass die Gebiete können beschneien, aber das Energiethema kriegt natürlich plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Marketingmäßig eigentlich auch nicht ganz durchzuziehen, ne? Die ganze Beschneiungsaktion. Nee, also ganz klar. Ja. Ne? Wir sind uns auch bewusst, dass das eben was ist. Also jeder, der wie ich das Skifahren liebt, der kann sich jetzt nicht wirklich vorstellen darauf, oder man möchte sich nicht vorstellen darauf zu verzichten. Aber dass das natürlich auch eine Branche ist, die irgendwo ihren Beitrag leisten muss, damit wir irgendwie den Planeten erhalten, das ist natürlich auch, steht auch außer Frage. Dann kann man nur noch sagen, wie heißt denn der heutige Skispruch? Ich kenne den noch von früher, als ich auch mal Ski gefahren habe, aber den sagt man ja eigentlich nicht mehr. Was sagt man heute? Da muss ich jetzt wirklich passen. Mir wird jetzt aktuell, also schön Skiurlaub natürlich, aber den sagt man nicht mehr. Sollte man auch nicht tun. Nee, und Hals- und Beinbruch sagt man eigentlich auch nicht mehr, ne? Nee, lieber nicht. Eher weil, Motorsport. Und es ist ja auch nie zu vermeiden. So der ein oder andere Kreuzbandriss, den hat man immer. Also, dann sagen wir einfach eine schöne Skisaison euch allen. Da sehen wir auch nochmal das gesamte Team vom Skikeller. Ja, Stefan, vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Und wir sind mal gespannt, wie die Skisaison nicht nur in den Alpen verläuft, sondern vielleicht haben wir in der Eifel ja auch demnächst noch ein bisschen Schnee. Ich hätte nichts dagegen. Okay, alles klar. Vielen Dank, Stefan. Gut, ich danke.